kann an nichts anderes denken, außer daran. Ich habe vergessen, wie ich hierher gekommen bin. Aber was viel wichtiger ist, ich habe auch vergessen, wo ich hin wollte. Ich weiß nur, dass dieser Ort eine Station sein sollte, ein Aufenthaltsort, temporär, keine Heimat für immer. Nur eine Station auf dem Weg. Verdammt, wohin führte dieser Weg? Ich kann mich nicht erinnern und ich versuche, endlich wegzukommen von hier, weil hier ist nur ich, nichts anderes, niemand sonst. Ich allein mit mir. Ich habe mich in jede Ecke gezwängt, bin in alle Abgründe geklettert und habe alle Höhlen bezwungen. Aber wenn ich eine Tür öffne, auch wenn es eine ist, die ich noch nicht kenne, und selbst wenn sie nach draußen zu führen scheint, lande ich wieder genau dort, wo ich angefangen habe. Vielleicht in einer anderen Ecke, vielleicht in einem anderen Raum. Aber am Ende ist es immer dieser Ort. Es gibt kein Entkommen, scheinbar. Keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin und wann ich in diesem Irrgarten mein Ziel aus den Augen verloren habe. Wenn du gefangen bist, existiert irgendwann nichts mehr außerhalb deines Gefängnisses. Deine Welt schrumpft zusammen, bis sie nur noch eins ist. Türen, ein paar Wiesen, immer derselbe verdammte Ort. Flucht. Und irgendwann, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du jeden Weg 10-mal gegangen bist, jede Tür 10-mal geöffnet hast, erscheint dir Aufgeben als die einzige Option. Schließe die Augen. Seit langer Zeit schließe ich die Augen wieder und atme tief ein. Ruhe. Ich wache auf. Der Geruch ist anders, eigenartig. Ich habe ein wenig Angst. Die Erde unter meinen Fingern ist seltsam. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ich erinnere mich.